Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. So, und damit herzlich willkommen zu diesem Let's Play Assassin's Creed 3. So, dann steigen wir mal aus dem Auto aus. Ja, es ist gut, was ein geiles Spiel das damals war. Und ich dachte mir, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt, könnte man das doch wieder durchspielen. Und wo denn besser sonst als auf YouTube? Dessen. Ach, in diesem Teil passiert ja was, ne? 2012, da wo man uns dachte, dass die Welt wirklich untergehen wird. Das war eine gute Zeit, dann 2013 war doch genau dasselbe wieder. Und da war ich dann auch ein kleines Kind, da hat richtig Angst eigentlich für sowas gehabt. Man hat es ernster genommen, als es eigentlich war. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte.
der Poet. Ach, es ist ein Skidplay. Als das Spiel rausgekommen ist, ich hab's geliebt. Das war so ein geiles Assassin's Creed für mich. Für mich sogar mit eines der besten Teile. Ich glaube, wir sind da. Früher noch auf der Xbox 360 sogar. So, kurzer Schnitt, da sind wir wieder. Ich muss nur kurz was gucken. So. Ach, es ist G3. Sir? Ah, das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt. Keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ich schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You not dead. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. So, dann starten wir mit dem Tutorial.